Hallo, Hallihallo und willkommen. Heute sprechen wir über etwas, über ein Konzept, das ich geklaut habe übrigens von Brooke Castillo, das verlinke ich euch auch gerne nochmal dazu, über eine Idee, die ich unfassbar einleuchtend finde, weil sie so einfach ist und ein großes, großes Problem beschreibt, was wir im Umgang mit jungen Menschen haben, nämlich du willst irgendetwas unbedingt jetzt sofort loswerden. Du willst was sagen, du willst was machen und du weißt genau, es ist nicht das, was ich eigentlich langfristig tun will. Das Problem ist nicht, dass du nicht verstehst, dass es nicht okay ist, ein Kind anzubrüllen. Das Problem ist nicht, dass du irgendwie der Überzeugung bist, dass das in Ordnung ist oder dass du nicht irgendwie darüber gelesen hast, dass es 1000 andere friedliche Alternativen gibt. Das Problem ist, du hast in dem Moment, in dem es passiert, einen Drang. Du hast dieses überwältigende Gefühl von, oh Gott, ich muss das jetzt loswerden, sonst lernt mein Kind das nie. Und all diese alten Themen, von denen du dachtest, das ist doch alles schon längst vorbei, warum mache ich das denn wieder? Komm ganz massiv nach vorne. Und da mache ich dir heute einen ganz konkreten Vorschlag, wie du damit umgehen kannst. Das Problem, was in dem Moment entsteht, ist, dass du kurzfristig in Not bist, aus irgendeinem Grund. Du hast vielleicht selber in der Situation, die du gerade erlebst, massive Gewalt erlebt. Also das, was dein Kind gerade macht, wenn du das gemacht hast, war das für dich ganz furchtbar. Und du hast irgendwelche Formen von Abwertung erlebt. Du hast vielleicht gerade einen Gedanken, der dich krass antriggert und der macht, dass du dich als Opfer fühlst, dass du in Verteidigungshaltung rutscht. Es kann alle möglichen Gründe haben. Das Grundproblem ist, du möchtest kurzfristig diese Not loswerden. Also du bist in Not, es ist furchtbar unangenehm, dein Kind brüllt da rum, haut dich, macht irgendwas, was dich krass aufregt, es macht was mit dir, du kommst in Not. Und du möchtest das kurzfristig loswerden, es ist unangenehm. Wir haben normalerweise nicht ausreichend gelernt, unangenehme Emotionen, sogenannte schlechte, negative Emotionen, so zu verarbeiten, dass sie konstruktiv werden können, also dass wir damit konstruktiv umgehen können. Wir haben normalerweise nicht gelernt, wie man das macht. Das heißt, wir kommen total in Not, vielleicht kommt noch zu unserer Wut oder unserer Aufregung noch Hilflosigkeit hinzu, weil wir nicht wissen, wie wir jetzt reagieren sollen mit diesen unangenehmen Gefühlen. Kurz, dein Gehirn möchte eine kurzfristige Lösung und dein Gehirn kennt eine kurzfristige Lösung. Das Verhalten unterdrücken und die Macht missbrauchen. Das ist das, was in dem Moment weswegen dir in dem Moment plötzlich auch wieder Sachen einfallen, die man so macht, so die du irgendwo gehört hast, wo du plötzlich anfängst, Erziehungssprüche zu kloppen oder anfängst, vor dir selbst zu rechtfertigen, warum es jetzt völlig in Ordnung ist, grenzüberschreitend zu werden. Vielleicht fängst du in Gedanken an, die Verantwortung abzuwälzen. Ja, aber wenn das Kind sich so verhält, dann kann ich ja auch nicht anders. Oder du rechtfertigst es damit, dass deine Grenzen verletzt sind. Und dass du ein Recht hättest, jetzt deine Macht zu missbrauchen. Das, was dir einfällt, was kurzfristig super erleichternd ist, ist, das Kind in den Gehorsam zu zwingen. Das geht. Das geht deswegen, weil du in einer extremen Machtposition gegenüber deinem Kind bist. Du kannst das zu allem zwingen. Dein Kind ist dir völlig ausgeliefert. Dein Gehirn weiß das. Dein Gehirn registriert, du bist in Not, du brauchst eine kurzfristige Lösung. Kurzfristige Lösung ist, das Kind gehorcht, dann löst es diesen Schmerz in mir nicht mehr aus. Du weißt aber auch, dass das Quatsch ist, dass du hinterher dastehen wirst und das bereuen wirst, dass diese eine kurzfristige Lösung, diese eine schnelle Sache, mit der du dieses Gefühl abschalten wolltest, mit der du dein Unwohlsein abschalten wolltest, langfristig enormen Schaden ausübt. An dir, an dem, was dir wichtig ist in deinem Leben, an eurer Beziehung und an deinem Kind. Das heißt, die Frage, das merke ich immer mehr, je länger ich Eltern begleite, gerade erst neulich wieder habe ich in einer Diskussion bei uns bei den Weggefährten gesehen, wie wichtig es ist, dass die Frage weniger ist, wie finde ich eine bessere Lösung? Das ist einfach. Sondern wie schaffe ich es in dem Moment, die kurzfristige,
scheinbar erstmal einfache Lösung beiseite zu lassen und auszuhalten, dass ich die unbedingt haben will. Und da kommt das Konzept rein, was ich dir vorstellen möchte, was ich, wie gesagt, von Brooke Castillo geklaut habe. Der sogenannte Urge Jar. Also ein Urge, dieser Drang, etwas zu tun, was eigentlich gerade etwas ist, was mit meinen langfristigen Zielen nicht zusammenpasst. Du nimmst dir ein großes Glas, also es muss durchsichtig sein, ein großer Behälter, der durchsichtig ist, und sammelst dir entweder ganz viele hübsche Steine oder alte Murmeln, suchst du dir raus oder was auch immer, und tust sie daneben. Und wenn du einen solchen Moment hast und du hast diesen Drang und du merkst, der Drang ist da, ich will jetzt kurzfristig etwas tun, was mir Erleichterung verschafft, was es leichter macht für mich, was endlich diese, dass es jetzt einfach beendet, dass ich nicht mehr da durch muss. Und wenn du das schaffst, das sein zu lassen, ohne darauf zu reagieren, nimmst du einen dieser kleinen Murmeln oder dieser kleinen Steinchen und legst den in dein Glas. Das Ziel ist, dass dein Glas voll wird. Wenn dein Glas voll wird, hast du dein Gehirn trainiert. Was wir machen, ist es im Grunde ein Stück weit nachreifen. Denn der große Unterschied zwischen einem massiv von dem Moment gesteuerten Gehirn und einem Gehirn, was langfristig entscheidet, also das weiß, okay, jetzt schnell würde mir das Erleichterung bringen, langfristig ist das nicht, was ich in meinem Leben haben möchte, ist ein Reifegrad. Und diese Reife wird eben meines Erachtens vor allem durch Erziehung massiv gestört. Durch Belohnung, Bestrafung, kurzfristiges Einsetzen von Zielen. Und statt darüber nachzudenken, was will ich denn in meinem Leben haben? Was für Werte sind mir denn wichtig? Und diese Geste in diesem Moment, diese Idee, die ich jetzt gerade habe, wie ich das machen will, dient das dem, was ich langfristig machen will? Brooke Castillo, von der ich das habe, hat das übrigens in einem ganz anderen Bereich entwickelt, nämlich zum Thema Abnehmen für Menschen, die weniger essen wollen, damit umzugehen, diesen Drang zu haben. Also ich möchte jetzt unbedingt dieses leckere Stück Schokotorte essen, obwohl ich mir eigentlich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr essen, ich möchte nicht mehr viel Zucker essen oder was auch immer. Aus guten Gründen, langfristig möchte ich das nicht für mich. Langfristig hat das einen schlechten Effekt auf mich. Also versuche ich mir kurzfristig, und das ist der Sinn an dieser Sache, die du in ein Glas reinlegst, einen visuellen Abschluss zu geben. Das, was diesen Druck macht und das, was diesen Drang macht, jetzt schnell zu handeln, also jetzt schnell sich die Torte reinzustopfen, jetzt schnell die unangenehme Situation zu beenden, ist ein alter Teil unseres Gehirns, das ist quasi das Primatengehirn, und das mag, wenn Dinge abgeschlossen werden. Und deswegen macht dieser Gegenstand im Glas Sinn. Ich habe das ausprobiert, es funktioniert wirklich. Und mit funktionieren meine ich nicht, es ist angenehm. Es ist super unangenehm, diesen Drang zu haben und nicht nach ihm zu reagieren. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Tut erst was in das Glas, wenn du diesen Drang haben durftest. Was oft passiert, ist, dass Eltern sich dafür bestrafen und sich dafür abwerten, dass sie überhaupt das denken. Dass sie überhaupt denken, oh man, diesen Rotzlöffel müsste man mal rechts und links einen rüberziehen, dann wäre alles viel einfacher hier. Das stimmt, das würde ja auch funktionieren. Du und ich wissen, dass wir gute Gründe haben, das nicht zu tun. Es ist trotzdem in dem Moment für mich in dieser Situation wahr. Das, was das mit mir macht, zu halten, ohne zu reagieren, ist das Ziel. Nicht nie wieder etwas Gemeines zu denken. Nicht nie wieder einen übergriffigen Gedanken, eine übergriffige Idee zu haben. Sondern das innerhalb meines Bereiches zu halten und mich sein zu lassen. Es geht nicht darum zu sagen, du darfst nie wieder gemein sein oder du darfst nie wieder einen fiesen Gedanken haben oder du darfst nie wieder den Drang haben, dein Kind mal gegen die Wand zu knallen. Darum geht es nicht. Das ist unmenschlich zu verlangen. Es geht darum, dich darauf zu trainieren, diese Gedanken, diese Momente auszuhalten, ohne mir zu glauben. Egal, was für eine Geschichte ich mir erzähle. Egal, wie sehr ich mir erzähle, ja, später in der Schule wird dein Kind riesige Probleme haben, wenn du dem jetzt nicht mal vernünftig eine Grenze setzt. Ja? Dein Gehirn wird dir alle möglichen Storys in dem Moment erzählen. Und dein Job ist es einfach nur da zu sein, zu sagen, okay, ich höre dich, okay, ich bin da. Ich bin einfach nur da. Ich atme, ich bin präsent. Das geht vorbei.
Das ist das Wichtigste. Was oft unangenehm ist, ist der Gedanke, oh mein Gott, wenn ich mich dem jetzt einfach nur hingebe, ohne zu handeln, einfach nur wahrnehme, das hört nie wieder auf, ich werde ein gefährliches Monster. Das ist nicht wahr. Und wenn es vorbei ist, nimmst du dein Steinchen, nimmst du deine Murmel und legst sie ins Glas. Wenn dieses Glas voll ist, wird dein Verhalten sich verändert haben. Einfach nur deswegen, weil du das trainiert hast. Weil du trainiert hast, dass nicht der erste Drang, der erste Gedanke, die erste Idee, die dir durch den Kopf schießt, dasjenige ist, was für dich in Ordnung ist. Sondern weil du übst, diesen Drang erstmal zu halten und nur zu fühlen, was gerade passiert. Übrigens kannst du mit dir, das habe ich mit mir lange gemacht, ich habe mit mir einen Pakt gemacht. Und gesagt, okay, du atmest 5-mal tief durch und wenn du es dann immer noch machen willst, dann darfst du es. Ich hatte diesen Drang, er war so überwältigend, dass ich mir nicht sagen konnte, nee, das mache ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Weil ich in dem Moment, war ich überzeugt, dass mein blödes Rotzlöffel gehört, definitiv es jetzt mal braucht. Ja? Ich habe mir sonst was für Geschichten erzählt. Ich bin nicht stolz darauf, aber genau so war es. Und was mir geholfen hat, ist mir zu sagen, okay, aber in 5 Minuten. In 5 Minuten. Okay, stellen Sie die Uhr. Ich verspreche es mir. Wenn du es in 5 Minuten noch machen willst, dann darfst du es machen. Ich wollte es nie in 5 Minuten noch machen. Ja, aber ich habe es mir versprochen. Und das hat für mich tatsächlich sehr viel verändert. Zeit zu bekommen bedeutet, ich glaube, dass wir oft missverstehen, dass wir irgendwie denken, friedvolle Elternschaft ist, dass man einfach immer nur gut gelaunt ist und tolle Ideen über sein Kind hat. Nein, friedvolle Elternschaft ist zu denken, du blödes, egoistisches Rotzgehör, dir würde ich gerne mal zeigen, wo der Haken hängt. Wie sagt man, wo der Hammer hängt, genau. Und es einfach nur bei uns zu lassen. Zu spüren, in welcher Not ich bin, so etwas zu tun. Mich sein zu lassen mit allem, was mir da gerade peinlich und unangenehm und schmerzhaft ist. Und nicht zu reagieren auf den Scheiß, den mir mein Gehirn erzählt. Probier jetzt mal bitte aus. Erzähl mir unbedingt in den Kommentaren, wie es läuft, wie sich das anfühlt, ob das für euch hilfreich ist, wirklich eine visuelle Hilfe zu haben und ob es vielleicht sogar in diesem Moment hilfreich ist, für euch zu sagen, okay, wenn ich das jetzt durchhalte, kann ich da wieder eine Murmel reintun, dann habe ich schon ein bisschen mehr geschafft. Vielleicht ist es ja für dich eine hilfreiche Idee. Probier es mal aus, erzähl mal, ob es für dich cool ist oder nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin, mach's gut.